wird jetzt langsam unangenehm. Wir sind hier hinter den Steinen gefangen. So, jetzt, das wird gut. So, sehr gut. Ja, man muss eher zur Seite ausweichen, nicht nach hinten. Da kann man nämlich an der vorbei. Das ist gut. Da kann man sich hinter sie setzen. So, eine müsste noch da sein, oder? Zwei müssten noch da sein. Zwei müssten noch da sein. Und dann links ist die Leiter. Ich sehe jetzt im Moment aber nur eine. Vielleicht ist auch nur noch eine da. Goldene Runde 8 ist schön. Das ist die zweite da links. Ja, ja, das sind schon noch zwei. So, ich verschwinde jetzt nochmal ganz schnell. Und lock die mal so ein bisschen weg. Da ist sie schon. So, die Dinger sind nicht ohne. Die sind schon ein bisschen unschön, wo man nicht aufpasst. So, die andere ist wieder mit so, nee, die ist auch mit so Sicheln, okay. So, das muss es gewesen sein, ja. Das war's. Sehr schön. Gut, dann hier mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas was sehen haben. Aber ich glaube nicht. Dann gehe ich jetzt, bevor wir diese Leiter da hinaufsteigen, erst nochmal den Weg entlang zur Brücke. Und ich weiß nicht mehr, ob da noch irgendwelche Feinde waren. Oder waren da keine? Ich weiß es nicht mehr. Da oben ist ein Hund, oder? Oder ist das so ein Basilisk? Hier ist es ein Hund. Die haben wir auch. 24.000 Punkte auch schon wieder. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen zwischen irgendwie 135.000 für die nächste Stufe, oder? 141.000 schon. Wow. Ja, ja. So langsam läppert sich. So, hier sind auch noch mal ein paar Hunde. Zu viele von denen ist halt blöd. Ein einzelner Hund ist gar kein Problem. Aber zu viele von denen wird dann blöd. Wir haben auch eine große Reichweite mit unserer Waffe, das ist ganz gut. Die Riesen, die da hängen, das ist wirklich krass. Da werde ich mich auch nicht so schnell gewöhnen an so hängende Riesen. Das schaut schon echt krass aus. Zum ersten Mal haben wir das, glaube ich, gesehen, als wir im Schloss waren. Ne? Da gab es mal einen so einen hängenden Riesen. Gut, hier ist sonst nichts und ihr seht auch, dass man hier nicht weiterkommt. Da schauen wir uns aber nochmal genau an. Weil die Brücke ja zerstört ist und man, also von oben sind wir runtergesprungen, das ging. Weil wir uns ja ins Haus Vulkan haben einladen lassen, sind wir dorthin teleportiert worden, aber zurück geht es natürlich nicht. Da oben ist das Haus Vulkan. Wir müssen stattdessen die Leiter nehmen, die wir entdeckt haben, um nach oben zu kommen. Na gut, wir könnten auch gleich direkt ins Haus Vulkan, weil wir ja den Zugang haben, den Ort der Gnade dort freigeschaltet haben, aber ich möchte den Weg außenrum nutzen, weil wir dort vielleicht auch noch was entdecken können. Genau. Da könnte es das ein oder andere Item noch geben. So, da ist die Leiter. Ich sehe sie schon. Okay, also hier war bekanntes Gebiet, das kannten wir schon, aber jetzt geht es wieder ins Unbekannte hinein. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen länger unterwegs. Die Leiter war sehr lang. Aber so ist es dann. Ich beeil mich schon. Ich drücke schon die Spurt-Taste, aber es dauert trotzdem natürlich lang, bis wir da oben sind. Die
Ich streche euch nicht absichtlich den Podex ins Gesicht. Das ist, geht nicht anders. Das ist der Winkel, den die Kamera hat. So, der Erdenbaum, sehr schön. Und jetzt sind wir oben und hier haben wir wahrscheinlich gleich angegriffen, schätze ich mal, oder? Pilze gibt es hier auf jeden Fall schon mal viele. Ah, ein Ort der Gnade. Sehr gut. Sparen wir uns nächstes Mal den Weg hier hoch. Das ist schon mal gut. Und es gibt einen Friedhof. Und das bedeutet immer auch viele Runen. Also goldene Runen. Goldene Rune 2. Manchmal gibt es hier auch Feinde, die versteckt sind. Goldene Rune 3, aber meistens nicht. Goldene Rune 7. Das war es leider schon. Gehen wir da. Oh, schaut mal, da oben sitzt noch jemand. Vielleicht hat der noch was dabei. Mit einem Hund. Mit einem Wolf. Okay, der Wolf. Dunkelschmiedestein 6, den brauchen wir nicht. Da unten ist der andere Ort der Gnade, sehr gut. Ja. Ich hatte mich nämlich eh schon gefragt, wie man zu diesen Brücken da oben hinkommt. Ne? Das hatten wir uns damals schon gefragt, als wir hier unterwegs waren. Jetzt wissen wir zumindest so ein bisschen was. Da ist noch eine Rune versteckt. Da ist noch eine Rune versteckt. So. Goldene Rune 3. Was ist denn dieser Klamm da hinten? Geht es dann einfach nur steil nach unten oder ist da noch was? Da geht es einfach nur nach unten. Ja. Da geht es einfach nur nach unten. Gut, wo sind wir gerade? Wir sind gerade hier, doch relativ weit oben schon im Gebirge. Mhm. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Da oben scheint ein Lager zu sein. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Feinde. Und so einen befestigten Turm, den wir erobern müssen wahrscheinlich hier. Hier liegen Leichen, Soldaten, tote Soldaten. Gott. Das ist ein Vogel. Oder war das ein Gegner? Da oben ist ein Item. War das ein Vogel oder einfach nur... Also ich glaube, es war einfach nur... Nee, doch, das war einfach nur ein Vogel. Oh, schaut mal, da hinten sitzt noch einer. Versteinert da, oder? Nee, das ist nur ein Stück Holz. Es schaut nur aus, als würde einer sitzen. So, die haben den geplündert, ihren Freund. Okay. Da sind auch nochmal Soldaten. Einer nur. Frisst er den? Sieht so ein bisschen aus, würde er den essen. Ne? Kann schon sein. Versuch mal alle drei zu erwischen. Na, fast. Und einer sitzt da noch. Der ist aber abgelenkt. Bestienblut. Wie viele Punkte bringen die denn? 367. Ja, so viel ist das nicht. Und da kommt einer zu uns runter. Da oben sind irgendwelche Bäume, Sakramentsknospen, die braucht Bäume für diese Boli. Und hier ist auch noch einer, der hier sich gütlich tut an seinen Kameraden. Ganz merkwürdig. Und das ist ein Vetter. So ein Kürbiskopf, da müssen wir aufpassen. Die können unangenehm werden, vor allem wenn er uns jetzt hier einsperrt. Nehme ich mal den hier. Das war gut. Wir bekommen wieder einen Refugiumstein. Das kriegen wir von dem irgendwie immer. Hier ist eine Leiter nach oben. Da werden wir auch nachher nach oben steigen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal den Rest hier an. Da ist nämlich noch einer, der hat uns schon gesehen. Der wirft irgendwelche Blitzdinger. Hinter uns ist auch noch einer, wie es ausschaut. Oder? Da oben. Da oben. Ah, okay. Da oben. Sehr gut. Jetzt noch einer. Spielstand 4 haben wir bekommen. Auch nicht so toll.
Da ist noch jemand. Also hier ist es interessantes Gebiet, um Punkte zu machen, aber das sind nicht, leider nicht viele Punkte. Es sind zu wenige Punkte, dass es sich für uns lohnt. 367 Punkte, bis wir 141.000 Runen zusammen haben, sind das sehr viele Soldaten. Ihr könnt ja mal ausrechnen, wenn ihr Spaß dran habt, und in die Kommentare schreiben, wie viele Soldaten wir umbringen müssten, wir besiegen müssten, um diese 141.000 Runen zu bekommen. Das wären ziemlich viele. Das wären ziemlich viele. So, aha. Müssen wir uns runterschmeißen. Wo ist denn dein Freund? Dein Freund ist doch irgendwo an der Seite gewesen. Wie komme ich denn zu dem? Brandpfeil. Wahrscheinlich hier hoch, oder? Ah ja. Das ist ja schon mal die Antwort hier. Wo ist es? Wo ist er? Wo ist er? Da unten. Ah, hier kann man rumlaufen. Lass uns da runterlocken. Lass uns da irgendwo runterlocken. Nein! Was sind da irgendwie... Eigentlich ist das blöd. Ich will da nicht runterfallen und... der Typ nervt. Mal, wenn ich da hochgehe, dann kommt er vielleicht hinterher. Ja, da ist er nämlich auch schon. Der ist schlau. Der ist schlau. Hier ist auch. Ja, wir können ihn vielleicht besiegen, wenn wir von hier. Wenn wir von hier ihn anvisieren. Dann einfach einen Topf zu ihm runterwerfen. Ja, das ist gut. Nochmal. Sehr gut. Gut, er hat auch nichts verloren. Wir können jetzt hier dieses Item holen. Flaschenzugbogen. Klingt gut, wenn wir mit Bogen kämpfen würden. Oh, hier ist es ganz schön hoch. Ich krieg gleich Höhenangst. Ja, aber ein schöner Ausblick. Und da schaut mal da hinten. Dieses Schneegebiet wird uns hier wieder präsentiert. Und da ist der Erdenbaum. So, runter. Ich denke mir, hier ist nichts mehr. Haben wir nichts verpasst. Ja, so einen Turm haben wir schon mal bestiegen. Wenn mich erinnert. So, und dann geht's hier runter. So, wunderbar. Dann gehen wir hier weiter. Da sind auch noch ein paar Items. Und wahrscheinlich auch noch ein paar Gegner. Ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube, da hinten ist ein Schild. Ja, ich glaube schon, da ist ein Hinweisschild und das ist sehr selten, wenn man offline spielt. Das hat dann was Wichtiges zu sagen. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was das Schild sagen soll. Regenbogensteine weisen den Weg zum Reichtum. Aha. Ja, die sagen uns, wo wir runterspringen können. Das wissen wir auf jeden Fall schon. Ach so, hier sind Regenbogensteine, ja. Regenbogensteine, da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Kann auch eine Falle sein. Ja, und jetzt? Oh, schaut mal. Da unten ist irgendwas. Aber da kommen wir von hier aus nicht runter. Aber da ist auf jeden Fall so ein Eingang, ne? Seht ihr das? Kennen wir den Eingang schon? Ne, den kennen wir noch nicht. Oh, das ist einfach nur eine Felswand. Ich gehe mal hier weiter. Ah. Was ist denn jetzt los? Oh ne, Patches. Nicht schon wieder Patches. Ach du meine Güte. Dieser Patches immer. Stay away from the Volcano Manor.
Ach, Badges. So, jetzt sind wir hier. Oh nee, und dann haben wir gleich die. Es gäbe nicht schon genug Probleme. Schnell weg. Und da kommt gleich noch einer. Und da ist gleich noch einer. Okay, hier muss man wirklich aufpassen. Weg, 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 weg. Den nächsten. Müssen jetzt nacheinander erledigen. So, ich glaube, wir haben hier fast alle. Bis auf den hier. Puh, so. Schwere Bestienknochen. Glassplitter. Heranwachsender Schmetterling. Ach, Patches, wirklich. So ein, ja, schmeißt er uns einfach da runter. Und wir fallen wieder drauf rein. So, die haben wir alle erledigt. Glücklicherweise, aber hier könnten sich noch mehr verdecken. Verjüngende Boli. Ah, schaut mal. Da drüben ist so eine Wand. Das ist doch schon mal interessant. Da können wir mal hingehen. Ich will nur verhindern, dass uns irgendjemand von hinten anfällt. Wir sind jetzt hier unten. Mhm. Ja, die Typen da unten haben wir gesehen. Und da wir dachten, dass das ein Eingang ist, ist es aber kein Eingang. Aber hier ist ein Eingang. Und der soll uns eigentlich nur dahin leiten, denke ich. Mit seiner Flamme. So. Hier kann es sein, dass auch wieder ein rotes Phantom auftaucht. Hier tauchen ganz gerne mal rote Phantome auf. In der Nähe von so geheimen Zugängen. Brauchen wir da zwei tatsächlich? Da brauchen wir tatsächlich zwei. Na, das ist schon ein bisschen teurer. Okay. Na, da bin ich immer gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Vielleicht haben wir Glück und wir sehen einen Ort der Gnade. Weil sonst weiß ich nicht, wie wir sonst nochmal hier runterkommen sollen, wenn wir keinen Ort der Gnade finden. Ich traue mich da jetzt irgendwie noch nicht rein. Weil ich eigentlich erst einen Ort der Gnade finden möchte. Aber vielleicht ist ja da unten auch einer. Donnerstromhöhle. Ja, es hört sich an, als wäre hier ein Ort der Gnade. Ja, hier ist einer. Gut, dann aktiviere ich uns den mal. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen da oben spionieren. Was hier noch so zu finden ist. Das sieht schon auch aus wie eine Höhle, ne? Ist das vielleicht doch eine Höhle? Was will denn der schon wieder? Der will uns doch schon wieder schnappen. Erstmal da hoch. Da wirklich. Nee, da ist keine Höhle. Das sah nur so aus. Da ist keine Höhle. Dann links oder rechts? Ich glaube eher hier runter. Da geht es, glaube ich, raus. Also eher jetzt. Oder obwohl hier links könnte es auch rausgehen. Hier hoch dann. Hm. Ja, zur Donnerstromhöhle können wir uns jederzeit hin teleportieren. Das ist nicht das Problem. Und auch wieder weg teleportieren. Hier erstmal in die Richtung. Ach. Ach, wo kommen die denn her? Springen die da von da oben runter, oder wie? Jetzt explodiert der rechts, glaube ich, gerade. Explodiert nicht. Da macht andere eklige Sachen. Mhm. Wir wollen uns gerade erwischen.
Erstmal die. Naja, das heißt nicht, dass nicht von oben wieder neue runterfallen können. So, was ist das? Ist das Drachenmist? Es dampft ein bisschen, ne? Könnte schon vom Drachen sein. Eine Drachenhinterlassenschaft. Oder ist das einfach nur so verkrustet? Ich glaube, das ist einfach nur verkrustet, verkrusteter Stein. Na, hier ist aber schon irgendwas Merkwürdiges. Irgendwas Merkwürdiges ist hier schon. Ich gehe mal hier weiter. Da hinten ist das. Da hinten ist eine neue Landschaft, wo wir noch nicht waren. Goldene Rune 1, na Mahlzeit. Heiße Quellen oder sowas in die Richtung. Feuersichere Trockenlebe, aha. Und jetzt sind wir hier. Wo ist hier? Ach, das ist jetzt unten. Das ist jetzt dieses Ding hier hinten. Jetzt sind wir da unten, wo ich mir schon dachte, wie kommt man denn da runter? Okay, gibt es hier auch nochmal, da wird gekämpft. Gibt es hier auch nochmal einen Ort der Gnade? Dann können wir uns den nämlich auch freischalten. Und dann doch nochmal in die Höhle gehen. Ah, da hinten ist ein Ort der Gnade, sehr gut. Goldene Rune 6. Ich würde gerne wissen, wer da hier gegen wen kämpft. Aber naja. Ah, so kommt man also hier runter. Und da sind auch Feinde, wie man sieht. Soldaten mal wieder. Sehr schön. Gut, aktivieren wir den. Dann gehe ich jetzt doch erstmal nochmal zurück und schauen uns die andere Richtung an. Das ist schon mal spannend, hier dieses Gebiet hier unten. Hier oben waren wir ja schon, da wissen wir schon, wie es weitergeht. Aber hier unten waren wir noch nicht. Das ist spannend, dass wir das entdeckt haben. Dankeschön, Patches. Schmeißt er uns einfach da runter. Ich glaube, ja, ich spinne. So viel Dankeschön. Haben wir ihm nicht geholfen? Einmal haben wir ihn, glaube ich, schon besiegt. Ja, einmal mussten wir ihn besiegen und einmal haben wir ihm, glaube ich, auch schon geholfen. Naja, so ist er halt, unser Patches. Oh, die sind ganz schön heftig. Die sind ganz schön heftig, die Feuer. Muss man aufpassen. Was, glaube ich. Jetzt sind wir im sicheren Bereich und ja. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung und schauen, was es da noch gibt. Ich schätze mal, da oben ist ein Übergang. Das wird der hier sein, oder? Nee, das ist der hier. Das ist der dort. Da links, glaube ich, müsste die Höhle sein. Stimmt's? Hier links ist die Höhle, da oben hat er uns runtergeschmissen. Wenn wir da normalerweise runtergesprungen wären, hätten wir das eh nicht überlebt. So, was gibt es in der anderen Seite noch? Ah, da gibt es auch diese Dinger. Okay. Spielstand 5 bringt uns aber nicht viel. Ah, ein goldener Baum, sehr schön. Ich nehme mal den Trank. Wir haben genug Tränke. Es wäre jetzt blöd, wenn wir hier sterben wegen so einem blöden Feuerding.